Für uns, die wir damals initiativ geworden sind, um das Labyrinthchen nach Wetzlar zu holen, war das Labyrinth ein Symbol, das in ganz vielen Ethnien vorkommt, das ideologisch nicht belegt ist und das ein Symbol ist für das Leben, für das Werden und Vergehen, für den Lebensweg und für dieses selber Gucken um die Wendungen, die da sind und zu sehen, es gibt Kurven, die man umwinden muss und man kommt aber in die Mitte und man kommt von der Mitte auch wieder zurück. Es ist eine Fraueninitiative geworden, weil Frauen aus der Schweiz in den 80er Jahren gesagt haben, dieses ist eben auch ein weibliches Symbol, weil es um Werden und Vergehen, um Gebären, um Sterben geht. Und das ist ja immer ein Thema für Frauen gewesen. Und die haben gesagt, das Labyrinth, das nehmen wir gerne auf als Symbol und möchten es in die Welt bringen und haben dafür Initiativen europaweit gegründet, also aufgenommen und Kontakte geknüpft, um diese Vision zu verwirklichen. Im Jahr 2000 hat eine Frankfurter Künstlerin das Frauengedenklabyrinth initiiert, als Labyrinth begehbar zur Frauengeschichte insgesamt. Und da war hier in Wetzlar eine Veranstaltung an der Volkshochschule, wo dafür geworben ist, auch Wetzlar damit einzubeziehen, Wetzlarer Frauen sichtbar werden zu lassen mit der Geschichte von Wetzlar und speziell Wetzlarer Frauen. Ja, das Labyrinth, Sigrid Kierdorf hat es schon gesagt, ist ja ein Kulturgut. Das hat Geschichte und es ist eng verbunden mit der Geschichte von allen Menschen und auch den Frauen. Und Frauen haben hier in 20 Jahren wertvolle Erfahrungen gemacht miteinander, haben Menschen bewegt und sind auch darauf angewiesen, dass dieser Ort der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wird. Dieser Ort der öffentlichen Begegnung und Begehung ist nicht mehr sichtbar. Es ist einfach nicht mehr möglich, diesen Ort aufzusuchen. Das Labyrinth lebt davon, dass man es begehen kann, sich darin aufhalten kann. Und das ist nicht mehr möglich. Und die Stadt war auch immer sehr stolz darauf, mit uns zusammen, mit dem Labyrinth-Projekt e.V., dass es diese Möglichkeit gibt, hier in dieser Stadt. Und alle in Deutschland und weltweit waren auch stolz darauf, dass es so viele Labyrinthe gibt, eben auch in Wetzlar. Den Verein hat es überhaupt noch nicht gegeben. Es ist über die Volkshochschule entstanden, in Zusammenarbeit mit Frauenbüro und Kulturamt. Und es waren aus der Frauenbewegung ganz viele Frauen hier aktiv. Die Gründung des Frauenhauses gehörte dazu. Und das war eben der Hintergrund, aus dem man die Fantasie entwickeln könnte. Wir können das mit unseren Kräften und unseren Mitteln finanzieren und die Stadt mit ins Boot holen. Und das war eben wirklich auch eine ganz große Erfahrung für uns, dass das möglich war. Als das Frauengedenklabyrinth hier am Brunnen ausgelegt wurde, da sind weltweit Frauen und ja, Menschen gekommen und haben das besichtigt und hatten eine große Freude dran und waren auch erstaunt, dass das in so einer kleinen Stadt wie Wetzlar möglich war. Wir sind immer beneidet worden dafür. Ja, jetzt ist was, also in der Folge zu dem Fest der 2000 Frauen in der Colchester-Anlage haben wir dann hier vor Ort dieses bleibende Labyrinth finanziert und haben 20 Jahre lang quasi Veranstaltungen hier gemacht. Und jetzt kommen wir hierher und der Ort, wo ein begehbares Labyrinth für die Menschen der Stadt als Erfahrung aufgebaut worden ist, der ist belegt, der ist besetzt. Da sind 20 Jahre Geschichte einfach weggestrichen, also man ist einfach total sprachlos und irritiert. Hier ist jetzt ein Biergarten auf einem Labyrinth, das ein Kulturobjekt ist. Also wir sind besonders entsetzt darüber, dass mit uns im Vorfeld dieser Sache überhaupt nicht das Gespräch gesucht wurde. Natürlich, der Labyrinthverein hat kein
Recht auf alleinige Nutzung dieses Labyrinthes. Darum geht es uns auch gar nicht. Aber es wäre einfach schön gewesen, mit uns da im Gespräch zu sein. Und wir hätten sicher gemeinsam eine Lösung gefunden. Also wir sind zum Beispiel auch im Gespräch jetzt mit der Familie von Elkan. Es geht uns nicht darum, die jetzt hier von der Fläche komplett zu vertreiben, sondern es geht darum, dass dieses Labyrinth genutzt wird. Konkret die Steine, die hier in der Wiese liegen. Anscheinend ist das bisher nicht bewusst gewesen in der Stadtverwaltung, dass das Labyrinth nicht nur während der Zeit der Labyrinthwochen hier eine Aufgabe hat, sondern ganzjährig. Ganzjährig kann man hierher kommen, kann das Labyrinth nutzen. Es stehen Hinweistafeln als Erklärung, wofür das Labyrinth dienen soll. Und es wird von vielen Menschen genutzt übers Jahr. Das ist anscheinend in Vergessenheit geraten. Seit wir hier Veranstaltungen am Labyrinth machen, müssen wir ja auch immer im Gespräch mit dem Umweltamt sein, weil hier in der Colchester-Anlage ein Landschaftsschutzgebiet besteht und da auch bestimmte Auflagen eingehalten werden müssen, damit Flora und Fauna nicht gestört werden. Das sehen wir absolut ein und sind da auch total dafür, dass das so gehandhabt wird. Wir möchten im Einklang mit der Natur sein und haben bestimmte Einschränkungen hinnehmen müssen, die unsere eigenen Programmpunkte angingen. Und es ist jetzt schon ein bisschen erstaunlich, dass die Stadt es für in Ordnung hält, dass hier 3 Monate lang am Stück dieser Biergarten anscheinend die Natur nicht stört. Außerdem habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass ihnen die Anlage so nicht gefällt, weil das für sie auch ein Naherholungsgebiet ist und nicht ein Bespaßungsgebiet. Das ist sicher auch noch mal ein Aspekt, der jetzt so nicht mehr möglich ist. Wirklich, es ist eine Sprachlosigkeit. Und jetzt stehen wir ja hier auf der Rückseite gegenüber der starke Dom und hier hinten der Hinterhalt, der einfach nicht zu fassen ist, wie das hier aussieht, was hier aus unserem Ort, an dem wir jedes Jahr 3 Wochen Feste gefeiert haben und Veranstaltungen gemacht haben, wo die Leute aus der Region hergekommen sind. Und jetzt ist das hier ein Hinterhof. Das ist nicht zu fassen. Was mich eben wirklich so auch umtreibt, ist, dass wir haben die Verbindungen zur Stadt gehabt. Wir haben die Verbindungen zum Kulturamt, zum Frauenbüro, auch zum Ordnungsamt und so weiter. Die haben sich auch um uns gekümmert. Dass es keine Möglichkeit gibt, diese Situation von Corona jetzt so aufzunehmen, dass man miteinander redet und dass man all die Kompetenzen, die da sind, auch gemeinsam nutzt, sondern dass man da eine ganze große Gruppe einfach vor den Kopf stößt und einen Platz, der emotional unglaublich belegt ist, einfach besetzt. Das ist so, ja, das ist für mich so symbolisch für alles, für vieles, was im Augenblick so in der Welt passiert. Und das Besondere war eben wirklich, dass der Kulturausschuss uns gestattet hat, diesen Stein hier während der Labyrinthwochen und dieses Kongresses zu gestalten. Also innerhalb von 14 Tagen wurde dieser Stein, der unbehauen war, gearbeitet in Zusammenhang mit der Bevölkerung und auch mit den Eindrücken, die dabei entstanden sind, die dann eben von der Künstlerin auch eingearbeitet wurden. Und jetzt stehe ich vor dieser Skulptur mit den ganzen Erinnerungen und daneben ist der Toilettenwagen, der hier rüber stinkt und wo der dann jetzt eben freundlicherweise mit Schilf abgedeckt ist. Ich bin fassungslos. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass der Labyrinthplatz einfach so besetzt wird, ohne uns zu fragen, dass wir keine Möglichkeit haben, unser 20-jähriges Jubiläum hier zu feiern, über das wir noch nachgedacht haben, vorsichtig und behutsam, um alle Corona-Regeln einhalten zu können und uns jetzt jede Möglichkeit dazu geraubt wurde. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe inständig, ich hoffe wirklich total, dass unsere politisch Verantwortlichen, besonders Oberbürgermeister Wagner, davon nichts gewusst hat. Ich schätze ihn sehr und es würde mich einfach absolut enttäuschen von ihm.
Und außerdem hoffe ich natürlich, dass dieser Besetzungszustand hier bald beendet wird. Also wir wünschen uns jetzt von der Stadtverwaltung und der politischen Ebene, dass sie sich sofort mit dem Thema auseinandersetzt und mit schnellstmöglicher Reaktion dafür sorgt, dass sich die Situation hier ändert. Also es geht uns nicht darum, dass die Gastronomie hier überhaupt nicht stattfinden soll, sondern es geht uns darum, dass das Labyrinth, konkret der Steinkreis, frei ist und begehbar ist. Und auch zusammen in dem Ensemble mit dem Stein hier. Und ich glaube, dass wir im Gespräch mit der Familie von Elkan, mit der Stadtverwaltung da sicher eine Lösung finden, die hoffentlich möglichst schnell umgesetzt wird.